noch einmal ein herzliches Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, liebe Sponsoren hier in der VIP-Lounge, in der Lattner VIP-Lounge des SK Vorwärts. Jetzt sind auch die beiden Trainer eingetroffen. Unser Trainer Gerald Scheiblener und auch unser Gästetrainer Ferdinand Feldhofer. Ich bitte beide Herren zu mir. Seital hoppt schon, ich darf mir meins auch mitnehmen. Kommt auf zu mir. Du kriegst ein Mikro. Der Gerald, den gibt sie so. Wir kommen also jetzt zu unserer obligatorischen offiziellen Pressekonferenz. Wir beginnen in dem Fall leider mit dem Gast, weil er das Spiel heute gewonnen hat, mit dem Sieger. Herzliche Gratulation einmal an dich und deine Mannschaft und kurzes Fazit. Ein verdienter Sieg, ein erfreuter Sieg, ein klarer Sieg, ein erkämpfter Sieg, oder? Ja, zuerst einmal schönen guten Abend. Danke. Also wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir heute die drei Punkte gemacht haben. Wir haben gewusst, dass es schwer wird, hier Punkte zu entführen. Wir sind sehr gut gestartet, haben einen technischen Fehler im Mittelfeld gut nutzen können zum Umschalten und sind dann gleich 1-0 in Führung gegangen, haben eigentlich über große Strecken dann das Spiel gut unter Kontrolle gehabt und ja, zweite Halbzeit dann eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, ein schnelles Gegentor und dann ist es eng geworden, aber wir haben halt alles reingehauen, wir haben gewusst, das ist wirklich für uns ein wichtiger Schritt und ja, wir sind sehr froh, dass wir heute gewonnen haben und ja, das war es eigentlich. Gratuliere noch einmal. Gerald, natürlich die Frage, war dieses schnelle, frühe 1-0, 0-1 irgendwie ein Genickbruch oder ein Schlag, den die Mannschaft so nicht erwartet und nicht erhofft hat? Ja, erhofft sicher nicht. Es ist halt bitter, wenn wir jetzt sehen, die letzten Spiele, wie wir die Tore erhalten. Ja, wir haben gegen Klagenfurt im Wald 2 Eigentore erzielt und heute haben wir noch 3 oder 4 Minuten schon wieder einen unglaublich schweren Eigenfehler gemacht. Was jetzt besonders enttäuschend ist, ist, dass es von routinierten Spielern passiert. Aber muss man halt so mitnehmen. Nach dem Fehler, sage ich mal, köpfelt er auf die Latte, dann geht er am Rücken vom Großalba, vom Rücken dann ins Tor. Also momentan, normal heißt es, wenn es läuft, dann läuft es. Bei uns ist es momentan nicht so. Ja, und dann, sagen wir, haben wir auch nach dem 1-2 die eine oder andere Möglichkeit, wo man einmal ein Tor schießen kann. Momentan mag es uns nicht so. Wird sich ja irgendwo einen Grund geben. Ich bin noch nicht drauf gekommen, aber die Spiele kippen momentan in die falsche Richtung. Uns bleibt nichts anderes über, dass wir weiter Gas geben und dass wir weiter dranbleiben und das Glück einfach erzwingen und die Wende einfach herbeiführen. Wir haben am Dienstag schon die nächste Chance. Aber heute muss ich sagen, bin ich schon sehr, sehr enttäuscht, weil die Leistung, finde ich, war schon sehr, sehr ansprechend gegen einen sehr starken Gegner und wir haben uns leider nicht belohnt. Die Leistung war vor allem in der zweiten Halbzeit ja wirklich dann gut. Ich glaube, dieses schnelle Anschlusstor hat ja auch etwas Stimmung und etwas Spannung noch ins Spiel gebracht. Ja, ich habe ganz kurz beobachtet, so da, danke für den Applaus. In der 80. Minute gab es da noch eine Szene vor dem Vorwärtsgehäuse. Zweimal, also einmal Stange, einmal Latte. Dann ist doch auf Abseits entschieden worden. Da sind bei euch aus dem Hittl alle rausgekupft. War das also halber der Herzinfarktaktion? Das war eigentlich schon fast 3-1, oder? Ja, es wäre wahrscheinlich die Entscheidung gewesen. Aber ja, es ist halt nicht reingegangen. Und wie gesagt, wenn man noch ein Tor Vorsprung hat, dann kann es halt immer passieren, dass man noch in der letzten Sekunde ein Tor einfängt. Das ist heute nicht so gewesen. Heute waren wir vielleicht um das Eizerl glücklicher. Und ja, das braucht man aber auch, dass man die Spiele gewinnt. Ein Blick auf die Tabelle. Wir haben kurz davor zuerst schon über die anderen Ergebnisse gesprochen. Ihr zieht es mehr oder minder gegenüber den anderen Aufstiegskandidaten auf und davon. Ein wichtiger Big Point heute. Seht ihr euch schon mit einem Bein in der nächsten höheren Spielklasse? Naja, also alle reden davon, dass wir sowieso schon fix durch sind und das macht es genau gefährlich, weil die Jungs das natürlich immer wieder hören, dass wir so super sind und wir schon Fixaufsteiger sind. Man sieht, die Liga ist sehr eng. Wir haben jetzt da 2 Spiele gewonnen mit einem Torunterschied, 2x 0-0 und das kann genauso schnell in die andere Richtung gehen. Ich wünsche euch alles Gute nächste Woche, St. Florian. Ich glaube, das wird unter Anführungszeichen ja doch ein halbwegs leichtes Heimspiel, oder? Ja, Pflichtsiege sind immer schwer. Aber wir planen natürlich, dass wir zu Hause 3 Punkte einfahren. Wir werden alles dafür geben und wir rechnen einfach, dass wir
ja, wieder den nächsten Schritt setzen können und uns einfach wirklich von den Aufstiegskandidaten, von den restlichen, absetzen können. Wir haben nächste Woche, also jetzt praktisch unter der Woche, schon die nächste Partie gegen die LASK Juniors. Ich tue jetzt einmal ein bisschen philosophieren. Wir haben gegen Allerheiligen 0-0 gespielt. Allerheiligen schlägt die Juniors 3-0. Dürfen wir da auch von einem Punktezuwachs in irgendeiner Form ausgehen? Man hoffen damals natürlich, aber oder wird es ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel, weil es nur dazu unter der Woche ist? Nein, ich glaube nicht unter der Woche, das ist jetzt nicht so das Thema, weil Basching spielt, ja, hat auch heute gespielt, das heißt in dieselbe Pause. Schwer ist überall in der Liga, vor allem auswärts, gegen die LASK Amateure wird es natürlich auch nicht einfach. Aber Allerheiligen hat gesagt, dass sie schlagbar sind. Die sind sehr, sehr gut gestartet in der Rückrunde. Wie der Ferro schon gesagt hat, in der Liga kann jeder jeden schlagen. Ein bisschen Glück braucht man, das werden wir zwingen, wie ich gesagt habe. Und wir fahren nach Basching, dass wir uns einfach belohnen und 3 Punkte holen. Also ein anderes Zeug im Endeffekt haben. Danke für diesen Wort, für diese Worte noch, Ferdi. Noch einmal Glückwunsch an die Mannschaft, Grüße an das Team, gute Heimreise auf jeden Fall noch. Und ja, danke. Also hilft es uns, indem es die anderen vielleicht null einhält. Ja, gerne. Also wir kommen sehr gerne daher und wir fühlen uns auch immer sehr wohl, weil es eine super Kulisse ist und ihr gehört definitiv rauf. Und ich hoffe, wir spielen nächste Saison gegeneinander in der zweiten Liga. Danke, Ferdinand Feldhofer. Gute Heimreise. Danke, Gerald. Recht herzlich. Danke, Ferdinand.